vor? Gute Frage. Das Kirchhalle. Weil ich gegen Verschwendung bin und es ist für mich immer wieder ein kleiner Kick, eine Containertour zu machen und nicht wissen, was auf die zukommt. Und dann natürlich teilweise erschreckend, wenn die Mengen an Lebensmitteln, die weggeschmissen werden. Und die werden dann zusätzlich noch gerettet und gerne auf die Leute wieder verteilt. Die keiner mehr mag, sprich Blumen zum Beispiel, wo einfach in die Tonne geschmissen werden und denen dann wieder ein neues Leben zu geben und ein Blühen zu sehen. Das habe ich jetzt gerade mit 8 Orchideen, die wirklich ich vom Container rausgeholt habe, die keiner mehr haben wollte. Und die haben jetzt neue Triebe und neue Blüten. Wunderschön. Aber der Mensch selber müsste zu seinen Wurzeln zurück und einfach genügsamer werden. Nicht immer, ich brauche mehr und ich will mehr und diese Auswahl. Ich bin ein Mädchen vom Land. Ich bin aufgewachsen damit, dass es zum Beispiel zum Nikolaus einen Sackel gegeben hat. Da waren Mandarinen und Nüsse. Aber Mandarinen sind sonst nicht gekauft worden. Du hast den ganzen Winter Kompottkorb, Äpfel. Da hat es keine Erdbeeren oder Ananas im Winter gegeben. Kirchtagssuppe mache ich selber, ist immer gut. Bei der Erde bin ich eigentlich fürs Kochen zuständig, mit Leib und Seele, und ich probiere immer wieder gern vegane Rezepte. Mein Enkerle. Zu helfen, glaube ich. Das mache ich gar nicht schlecht.